Auf geht's. Okay, das mit dem T-Rex war irgendwie cooler. Ich dachte, das geht länger. Ich dachte wirklich, die Raptorensequenz geht auch noch ein bisschen länger. Dumm gelaufen. So. Ihr merkt schon, das Level ist identisch. So, nur haben wir jetzt eben hier keinen Triceratops als Gegner, sondern wir fangen quasi woanders an, auf der Isla Nubla. Und ach, wir kämpfen gegen Menschen. Stimmt, das ist ja noch behinderter. Das habe ich gar nicht bedacht. Eieiei. Okay. Oh Gott, er lebt auch noch voll. Oh Gott. Ich weiß nicht wohin. Ah ja, doch, da hoch. Okay, alles klar. Wenn du nicht weiter weißt, einfach geradeaus springen. Obwohl ich hier gerade nochmal was gucken wollen würde. Ach, ich muss da oben hin. Oh Gott, ich hab's gerade gesehen. Okay. Hoppala. Ich komme aber irgendwie nicht hoch. Alles gut, alles gut. So machen wir das. Okay, es ist doch nicht einfacher als das mit Alan Grant. Ich dachte, das ist wesentlich leichter jetzt hier, aber es ist tatsächlich... Das Game hat einfach schon ein bisschen sinnlos Zockpotenzial in beiden Kampagnen, muss man wirklich schon sagen. Okay. Ja, das war doch wesentlich einfacher als das mit Dr. Alan Grant. Das muss man schon sagen, das war leichter. Jawohl, da kann man schon mal schön die Raptoren-Smilies in den Chat schmettern jetzt. Sehr gute Idee. Ich sollte mal ganz kurz hier noch was abwandeln. Wartet mal, ich habe ja das falsche Spiel hier drin, sehe ich sogar gerade. Komm schon. Ich möchte nur ganz kurz mal hier die Einstellungen ändern. Ohne abgeschossen zu werden. So. Dieses Spiel, ey, das macht einen ja wirklich wahnsinnig. Gott. Jawohl, die schießen ja schon auf dich, dass du, bevor du überhaupt auch nur ansatzweise weißt, wo die stehen. So. Jetzt aber die Frage, wo muss ich überhaupt lang? Okay, ich verstehe das Level gerade gar nicht. Irgendwas ist... Bin ich gerade zu bescheuert, um das zu verstehen, oder ist das wirklich gerade ein bisschen seltsam hier? Oh, vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo.
Wo war es denn jetzt? Incursio, ist das richtig ausgesprochen? Incursio 14.01 auf jeden Fall. Vielen, 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 vielen Dank für das Prime-Abo. Jan Finger ist auch am Start. Einen guten Tag, die Herren und Damen. Einen wunderschönen guten Tag. Dir auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gerade echt ein bisschen dumm bin oder ob ich wirklich einfach ein Level erwischt habe, was... Ich verstehe nicht, wo ich lang muss. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also die Kiste müsste da oben runter, damit ich da überhaupt hochkomme. Hoch. Okay, er schmeißt Bomben auf mich. Ah ja, okay. Der Raptor kann 7 Meter hoch springen, alles klar. Okay. Muss man erstmal wissen. Wird hier nirgendwo erklärt. Trotzdem in Ordnung. Dotzen wir mal ganz kurz hier mit der Kiste rum. Ach, du siehst halt wieder nicht, wo du lang musst, ey. Das ist manchmal echt eine Tortur hier. So, die Leitern kann der Raptor natürlich nicht benutzen, deswegen müssen wir alternative Wege finden. Uah. Um uns hier irgendwie durchzuwursteln. Einfach runter, oder? Was soll ich auch anderes machen? Oh, Moment. Moment. Nee, das ist noch nicht richtig. Muss ja irgendwie... Eieiei. Geht's nicht mehr. Die stehen übrigens nicht mehr auf, die Menschen, glaube ich zumindest. Ich meine, die sind dann wirklich weg vom Fenster. Boah, das war hier... Ah, ich muss einmal außen rumlaufen, weil ich es eben gerade verkackt habe. Okay, ich verstehe. Er kann auch schneller rennen, habe ich eben gerade irgendwie gemerkt. Die Steuerung vom Raptor ist wirklich sehr eigen. Also man rennt, indem man nach oben und geradeaus gleichzeitig drückt. Warum nach oben? Pff, weil halt. Keine Ahnung. Wer sich hier die Steuerung ausgedacht hat, ich kann es euch echt nicht sagen. So. Ja, aber ich muss auf jeden Fall da hoch. Also da habe ich jetzt gar keine andere Wahl. Puh. Na? Oh, die Steuerung macht mich echt kirre. Komme ich von da hoch? Moment, kann ich da? Nee, kann ich auch nicht. Bräuchte. Moment, aber kann ich wenigstens da wieder hoch? Oh Gott, ist diese Steuerung krankhaft. Wie heißt das Spiel? Das ist einfach nur Jurassic Park für die Sega Mega Drive. 1993. Das ist, glaube ich, das allererste Jurassic Park Spiel für eine größere Konsole, was rausgekommen ist damals. Okay. Ja, Moment. Aber ich kann... Ach, warte mal. Kommt der wirklich so? Das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Das ist ja der Hammer, ey. Das war gekonnt und gleichzeitig aus Versehen was Falsches gedrückt. Gut. Ach Gott,
Gott, ich hasse diese Menschen. Die sind schlimmer als die Dinosaurier als Gegner. Aber trotzdem ist mit den Velociraptoren... Oh Gott. Meine ich, war es damals ein bisschen leichter, weil du damit irgendwie schneller durchkommst. Der letzte Endboss ist übrigens hier mit dem Velociraptor Alan Grant, der mit Panzerfäusten auf dich schießt. So viel doch mal dazu. Aua. Ach komm, ey. Psst. Ja, mit den Kisten, das ist nicht ganz durchdacht, ne? Die Kisten habe ich noch nie gebraucht bis jetzt. Hoppla. Oh, hier sind ja zwei von denen. Gott. Ah! Okay. Da ist eben irgendein Typ runtergesprungen oder runtergeklettert. Den lassen wir auch einfach mal in Ruhe. Hey! Die Dinosaurier, die Dilophosaurier und die Menschen arbeiten ja auch noch zusammen. Ganz seltsames Szenario, was sich hier gerade abspielt. Ganz seltsam. Lass mich, ey! Das Spiel hat sich gerade ein bisschen übernommen. Oh. Feierabend, Leute. So, die Kiste habe ich eben gerade noch ausgelacht und ich glaube wirklich, dass wir die doch brauchen sollten. So wie auch für den NES, Game Boy etc. Das ist ein anderes Spiel. Für Nintendo das Spiel fand ich echt scheiße. Da hast du ja Alan Grant mit Panzerfaust gespielt. Ich finde, das hier ist ein gutes erstes altes Retro Jurassic Park Spiel. Was soll ich damit anfangen? Okay. Die Stelle jetzt hier kennen wir auch wieder von Dr. Alan Grant, glaube ich. Das müsste eine ähnliche oder sogar die gleiche sein. Weiß man nicht ganz genau. Ich will eigentlich gar nicht hier langlaufen, weil hier passiert jetzt eh wieder irgendwas. Ja, sowas zum Beispiel. Mann, ey. Ich habe Grant fast getötet. Wir haben gerade Grant gesehen. Habt ihr es gesehen? Alan Grant war mit im Spiel. So, und jetzt überspringen wir, meine ich, das Schiff-Level mit dem Raptor und springen direkt in das Level, was bei Alan Grant nach dem Schiff-Level kommt. Ja. Wenn ihr denkt, das Schiff-Level wäre scheiße, das hier ist der Oberhammer. Da kommen wir mit Alan Grant hin, nur ein bisschen anders. Nach dem Boot-Level. Mit Grant geht es hier. Mit dem Raptor ist das schwierig. Und jetzt zeige ich euch mal, wieso es hier schwierig ist. Achtung. Der Raptor kann nicht richtig darüber springen, weil sein Schwanz immer im Weg ist. Das heißt, man muss sich jetzt ganz nah an die Kante stellen. Und dann versuchen, darüber zu springen. Ungefähr so. Das war jetzt Glück. Das war jetzt echt Glück. Ja. Das ist wirklich der Bodensatz an Level hier. Ja. Oh. Das Logo vom Film ist ja geil. Das mit dem Logo bin ich gerade dabei. Ach so, du änderst gerade. Worüber redet ihr eigentlich gerade? Ja, das ist, ey.
Die Level hier sind wirklich nicht ohne. Weg mit dir. Mein Freund und Helfer. Geht das überhaupt? Test. Nee. Hiernach kommen lustigerweise noch Level, die eigentlich ganz chillig sind, weil das sind zum Beispiel Level, bei denen man im Besucherzentrum ist oder sowas. Ne? Das ist dann wieder ein bisschen machbarer als dieser Kram hier. Das ist wirklich so... Okay, kriege ich auch nicht. Das sind wirklich widerliche Level. Nein! Oh Gott. Ich persönlich finde den Film mega. Aber halt meine eigene Meinung. Jeder hat... eine andere. Es geht um Jurassic World Dominion. Stimmt, okay, verstehe, ja. Ja, wie gesagt, also ich habe meine Meinung auch zu dem Film. Und die Kritikpunkte, die ich habe, kann ich auch, glaube ich, ganz gut verteidigen. Wenn jemand das anders sieht, das ist bei Filmen immer subjektiv. Ne? Stuff. Kriegen wir hier einen T-Rex zu sehen? Ich weiß aber auch nicht, wie ich jetzt hier weiterkomme. Also, ich muss da hoch, das weiß ich noch. Mit dem Raptor ist es halt so ein bisschen schwierig bis gar nicht möglich, weil es extrem dumm ist. Oh, doch, so, Moment. Ach komm. Nochmal. Ich hab's jetzt gerade gecheckt. Wir haben ja unseren Supersprung mit dem Raptor. Das ist es. Naja, warte mal. Das heißt, ich muss erstmal hier rüber. Ach, halt dich doch fest an dem Rand, Mann. Na, die Heuschrecken waren nicht das Problem. Sag ich immer, ich finde das Tempo bei dem Film ist so schrecklich. Weil du hast wirklich nur noch Szenen, die aneinandergereiht sind. Aber die Szenen sind nicht fertig erzählt. Diese Szenen gehen eigentlich noch weiter, wir sehen es aber halt nicht, weil die Kamera oder weil die Szene wieder weggeschnitten wird. Nur als Beispiel, du hättest ja Ich muss was Gutes über Dominion sagen. Wer hat denn was gekauft? Keiner hat was gekauft. Das ist jetzt Quatsch, Spooky. Du, wann denn? Ja, dann kommen wir jetzt mal dazu. Ich habe den Namen gerade vergessen. Atrociraptoren heißen die, glaube ich. Die fand ich geil. Aber warum sind die denn... Warum sind die denn aber so selten da drin? Du hättest doch diese ganze Malta-Szene, hättest du als eine richtig geile Szene aufbauen können. Ähnlich wie die Küchenszene aus Jurassic Park 1. Aber Dominion nimmt sich da für mich persönlich nicht genug Zeit für die einzelnen Sachen. Deswegen tauchen Saurier auf, die machen kurz ihren Move, den man eben kennt von früher, und dann sind die wieder weg. Und das finde ich halt schade. Bei so einem Film... Und sie hätten, finde ich, Jurassic World Dominion in zwei Parts teilen sollen. In Part 1 hätte es dann wirklich mehr so um die Saurier gehen sollen, die auf der Erde leben. Und in Part 2 hätte man dann nach und nach die Heuschrecken und Biosyn einführen können. Die Zeit einfach. Nehmt euch doch Zeit für so Filme. Letztens habe ich House of the Dragon geguckt. Bei Game of Thrones, Mark wird es auch schon gesehen haben. Die Szene, die erste Staffel davon, die ist so toll, weil das so eine... Und die nehmen sich so viel Zeit, um das zu erzählen, was auch da passiert. Ich weiß, viele finden das langweilig, aber
Findet ihr es nicht auch öde, wenn jeder Film nur noch dieselbe Action drin hat? Jeder Film. Marvel hat das gleiche wie inzwischen Jurassic World, dasselbe wie bei Star Wars, Transformers. Es gibt kaum noch Filme, die auch wirklich sich mal Zeit nehmen, eine Szene zu Ende zu erzählen. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich damit auch in der Minderheit, weil es gibt ja einen Grund, warum die Filme so erfolgreich sind, aber ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen irgendwo. Oh, ich muss ganz nach oben, gell? Eieiei. Okay. Was trinken ist eine gute Idee. Ich will meine Punkte zurück. Das gilt nicht. Nee, du hast irgendwas mit 17:30 geschrieben. Ich meine, ich habe da vorhin auch sogar zwei positive Sachen über Dominion gesagt. Und Spooky, du wärst jemand, wenn ich darauf vorhin nicht eingegangen wäre, hättest du mich auf jeden Fall so lange darauf hingewiesen, bis ich was gesagt hatte. Ich meine, die Punkte waren eingelöst. Der Trailer hat so ausgesehen, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Die Trailer-Kampagne, die ganze Marketing-Kampagne, die war eine reine Verarschung gewesen. Komm, kann ich da runter? Kann ich da laufen? Ich habe keine Ahnung. Test? Ja, geht. Okay, Test bestanden. Ne, Menschen! Oh Gott. Ich muss irgendwie, habe ich keinen Angriff, der mal nicht springen ist. Nee, ne? Ich kann nicht beißen. Das ist der dumm. Was soll ich denn jetzt machen, bitteschön? Aha. Oh. Okay. Und jetzt nach vorne, oder was? Nee. Doch, doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, soweit war ich persönlich noch nie in diesem Level hier gewesen. Nur um das mal ganz kurz klarzustellen. Da oben ist Energie, aber da komme ich nicht mehr. Doch, komme ich auch noch dran. Ui. Und jetzt einfach rüberspringen, Chat, oder was? Ja, ne? Würde ich auch sagen. Okay. War fast dumm. Aber hat irgendwie funktioniert, aus Gründen. Ja. Ja, komm. Einfach diese wahllosen Menschen dahingestellt. Jetzt fallen lassen, hoffe ich. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Ich muss runter, ne? Hä? Ich glaube, ich war fast fertig mit dem Level gerade. Ich glaube, da hat gar nicht mehr allzu viel gefehlt. Scheiße. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Kann ich da auch rüber? Nee. Genau wie vorhin, ey. Ah, ich hab so Angst, da zu sterben. Ah. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Einfach gesprungen bin ich jetzt hier, ne? So rüber? Ja. Ah,
Sehr gut, alles in der Kontrolle, alles wie gehabt. Nahe der Perfektion des Tötens eines Velociraptors. Als wäre ich in meinem früheren Leben ein Raptor gewesen. Oh, ja genau, die schießen direkt mit zwei Panzerfaustdingern auf mich. Jetzt muss ich aber hier auf diese Plattform irgendwie kommen, ne? Das ist ein bisschen... Das Spiel hat nicht gerafft, dass ich daneben gesprungen bin. Das Spiel hat's nicht gecheckt gerade. Das war ja krass. Aha. Test. Okay. Soll ich mir die Energie da oben holen? Nee, ne? Ich glaube, das ist zu fatal jetzt. Ah ja, mach's noch kleiner, ey. Mach doch die Plattform einfach noch kleiner. Ich glaub's dir, Spooky. Müssen jetzt keine Detektivarbeiten machen. Du kriegst gleich deine positive Sache kriegst du gleich von Dominion. Okay. Das wird's gewesen sein, oder? Das ist jetzt hier der richtige Weg, hoffe ich. Ich hoffe so sehr, dass es der richtige Weg ist. Und jetzt, es ist manchmal echt fies, ne? Naja, zu den zwei muss ich also nicht, aber er hier ist auf jeden Fall... Ah! Nein! Oh Gott! Jetzt wird's hier aber nochmal ganz übel anscheinend, ne? Okay. Eure Wurfskills da oben sind genau wie meine, wenn ich Grand spiele. Sehr gut. Das heißt... Ja, was soll ich jetzt hier machen? Dieses Spiel macht mich kirre manchmal. Boah. Schnell! Schnell! Verzieh dich mit deiner Scheiße. Oh, er schießt einfach mit Raketenwerfern. Sehr gut. Da ist Grant. Hinterher. Ey, wir sind mit dem Raptor weiter als mit Grant bis jetzt. Will ich nur mal ganz kurz sagen. Auf den Raptor. Oh, in diesem Level bin ich einfach noch nie gewesen. Wie gesagt, mein Bruder hatte das Ganze immer gezockt und der hat das mal durchgeschafft. Realismus! Ah, da hinten ist der Vulkan, der anscheinend gerade am Ausbrechen ist. Das ist ja interessant. Will nicht wissen, welche Rechenleistung die... Sega damals hat aufbringen müssen, um das darzustellen. Wunderschönen guten Tag, lieber Megatron 8472. Schön, dass du am Start bist. So, auf ein neues. Hier war ja nichts mehr gewesen, ne? Habe ich eben gerade auch schon geguckt. Jetzt natürlich die Frage, gehe ich oben? Ich glaube, oben kann ich auch lang gehen. Ja. Ach, oh Gott. Der schießt mich einfach ab in der Luft. Was für eine... Ich komme da nicht hoch. Solange dieser Typi da steht. Aber ich muss ja dahin, um den Typen da überhaupt wegzukriegen.
Oder so, oder so. Papa Carter, servus, schön, dass du auch am Start bist. Was zockst du da? Das ist Jurassic Park 1 für die Sega Mega Drive aus dem 1991. Nein, 93, Entschuldigung. Von 93 ist das Spiel. Ach, es ging eben auch schon nicht. Warum mache ich es denn nochmal? Ich habe aber gar keinen Bock, hier auf diese Steine zu springen, wenn ich mal ehrlich bin. Aber scheinbar ist das leichter, als da hochzugehen. Naja, okay. Aha. Ah, was mache ich denn bei Flugsaurier mit dem Raptor? Nichts. Jetzt verzieh dich mit einer... Okay, alles in der Kontrolle. Ich muss hier weg. Der Raptor ist da wahrscheinlich nicht die richtige Figur, um sich mit so jemandem anzulegen. Kann der auch in der Luft nicht angreifen, oder was? Ist ja echt lästig. Nee, keine Chance. Oh. Halt doch die Schnur. Ey, was willst du denn dagegen machen? Ey, ich brauche unbedingt Energie. Noch ein Schuss und ich bin tot. Ui. Ein Raptor ist wie Kenny, ja. Wann machst du eigentlich Dino Crisis fertig? Oder habe ich was? Nee, Dino Crisis muss ich nochmal ganz von vorne anfangen. Oder wollte ich gerne nochmal ganz von vorne anfangen, dass wir das einfach auch im Streamer so komplett durchzocken, wie jetzt hier letztens erst Lego Jurassic World. Dass man da wirklich mal so ein bisschen... Ey, ich war doch jetzt schneller als er. So ein bisschen Kontinuität auch mal in das komplette Durchzocken reinkriegt. Ich hasse dieses Level jetzt schon so unfassbar sehr. So unendlich hasse ich dieses Level gerade. Ich weiß, dass du von Jurassic World Reihe nicht viel hältst, aber wenn du dich entscheiden müsstest, welche Teil von der Reihe, den ich am besten finde. Oh, ey, das ändert sich immer. Das ändert sich immer wieder. Also, irgendwie finde ich als Fan der Jurassic Park Filme ist Jurassic World wohl der beste, also der erste Teil. Finde ich. Aber als Film, der eben nicht nur auf Fanservice aus ist, finde ich Jurassic World 2 am besten, weil er eben so gut wie gar keinen Fanservice aufweist. Was gibt's denn da als Fanservice großartig? Deswegen würde ich sagen, Jurassic World 2 ist mein Lieblingsteil der World-Reihe. Ja, doch. Jurassic Park 2 findest du den besten von allen? Na, ich finde Jurassic Park 1 immer noch den besten von allen. Aber bei Lego fand ich Jurassic Park 2 das beste Spiel. Also die beste Kampagne war auf jeden Fall die von Lego Jurassic Park 2. Die war echt geil gewesen. Kommt übrigens morgen auf YouTube auch hoch, das Video. Vom zweiten Part, vom zweiten Film. Ach, ich komme da ja nicht hoch. Ich raff's einfach als wieder. So, da oben kommt jetzt ein. Ja. Tyrannodon und ich bin reingesprungen. Ja. Verschwindet jetzt. Lauf! Ach Mann, oh, ich komme nicht an denen vorbei. Ui. Ja, alles klar, alles in der Kontrolle. Ui. Ja, knallt euch gegenseitig ab, finde ich eine gute Idee. Anstatt immer auf den armen Raptor zu gehen. Apropos, wann schauen wir Jurassic Park 2? Du hast vollkommen recht, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Sollten wir auch machen. Sollten wir auch mal machen. Jurassic Park 2 gucken.
Ja. Wenn bei mir Nostalgie eine Rolle spielen würde, dann Jurassic Park 1. Ja. Ich finde Teil 1 auch von der Geschichte her irgendwie mit am interessantesten. Und mit der Machart. Bin ich nicht gerade eigentlich gestorben? Egal. Das Level haben wir auch geschafft. Ich sehe es schon kommen, wir zocken den Raptor jetzt einfach gerade durch, obwohl ich eben noch gesagt habe, nee, wir gucken da nur mal ganz kurz rein. Aber das ist wesentlich einfacher mit dem Tier. Da gebe ich dir recht, Papa Carter. Ein Film mit einem laufenden Jurassic Park, nicht World, wo der Park eröffnet ist, was wie ein Zoo aufgebaut. Das würde ich auch sehr gerne sehen. Wir sind jetzt hier tatsächlich im vorletzten Level. Das hier ist das Level vom großen Alan Grant Endboss. Dich hole ich mir. Du dämlicher. Okay. Ich muss irgendwie da hoch. Da ist Blut an der Decke. Ich war es nicht. Ich bin ja eben erst hier reingekommen. Das heißt, Alan Grant muss hier schon Rambazamba gemacht haben. Ich bin gleich tot, sehe ich übrigens gerade. Was schlecht ist. Da oben ist aber Energie. Ich muss da hoch. Moment, 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 Moment. Ja, die Energie in dem Spiel ist aber auch so ganz dezent gehalten. Was ist denn da für ein Loch in der Wand? Da haben die doch mit Sicherheit vergessen, irgendwas zu animieren. So ein Bild oder so fehlt da doch. Nee, wie ging die Tür nochmal auf? Mit Rennen oder was? Nee, irgendwie habe ich das mal in einem Video gesehen, wie das ging. Ich weiß es aber nicht mehr. Irgendwas mit dagegen rennen? Okay, dieser Raptor weiß nicht, wie man Türen öffnet. Nee. Auch nicht. Nein. Was macht er denn jetzt? Okay, das Spiel erklärt einem aber auch nicht, wie man die Türen öffnet. Lasst mich mal ganz kurz, ich muss da ganz kurz einfach mal nachgucken. Sonst dauert das ja Ewigkeiten. Jurassic Park, Sega, Raptor. So, da ist die Stelle, wo er den Typen. Er tritt die Tür auf. Die Tür wird einfach nur aufgetreten. Laut. Das heißt, das ist die Tür. Ah. Da musst du erst mal drauf kommen. Du musst nach oben und treten gleichzeitig drücken. Warum nach oben? Man weiß es schon wieder nicht. Ah ja. Okay, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen mehr Action in dem Level. Allerdings werde ich einfach mal schauen, dass ich irgendwie dem Trubel so weitestgehend entgehen kann. Das heißt, mein Ziel ist es einfach nur so wenig Schaden wie möglich zu nehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob Alan Grant hier am Ende einfach auftaucht oder ob der ein neues Level ist. Wir sind jetzt schon im finalen Level. Na. Ach, halt die Klappe.
Ey, das sind echt. Der Prolog war klasse. Battle at Big Rock ist geil. Zähle ich aber auch nicht zu Dominion mit dazu, weil es ist ja eine eigene Geschichte, die sogar vor Dominion spielt. Und so eine Szene wie Battle of Big Rock, at Big Rock zum Beispiel, die ja wirklich sich Zeit nimmt, ne, um was zu erzählen, davon hättest du einfach mehr bringen müssen in Dominion. Das wäre echt geil gewesen. Oh. Ey, mit ihren. Es sind viel zu viele Menschen in diesem Level, die einfach mit Panzerfäusten auf mich schießen. Oder mit Raketenwerfern oder irgend so einem Kram halt. Er kann durch die Wand schießen. Er kann einfach durch die Decke schießen. Verdammt soll er sein, ey. Ich hab noch die Kontrolle. Ich hab noch die Kontrolle. Oh, gleich ist die Kontrolle wieder weg. Oh nein. Da ist Energie. Da ist. Achtung, wie viel diese Energie mir wiedergibt. Achtung. So ein bisschen nur. Es hilft mir nicht mal, wenn ich jetzt ein einziges Mal wieder getroffen werde, dass ich das überleben könnte. Da, sowas. Und der hat auch mit Sicherheit wieder Strom am Start, ne? Ja. Klar. Aber, hä? Okay. Ach was. Ja, dann gehe ich doch hier unten lang, oder nicht? Wenn ich die Wahl habe, warum sollte ich oben lang gehen? Oh, schnell hier durch, schnell hier durch. Oh. Ja. Ah ja. Okay. Oh Gott, er schießt aber auch direkt, ne? Was mache ich denn da jetzt am besten? Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Ist eine gute Frage jetzt, ne? Ja, das ist natürlich fies. Der ist halt überragend schnell, der Kerl. Wenn ich... Ne, ich muss da nicht hoch. Wenn ich da hochgehe, ist das ja Quatsch. Ja, ist gut. Okay. Da könnte ich aber hoch, ne? Hier würde es Sinn machen. Ich komme da gar nicht hoch. Doch. Fuck. Aber wie soll ich denn da überhaupt drüber jetzt, Mann? Was für eine Scheiße. Haben wir noch ein bisschen Energie, sehr gut, aber da komme ich nicht lang. Das heißt, ich muss da wieder hoch. Natürlich ist er wieder da und er kann durch die Türen durchschießen. Eieiei. 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 Könntest du Livestream mit Challenges machen? Der Stream endet, wenn über Dominion meckere oder so. Ja, dann geht der Stream aber nicht allzu lange. Aber kann ich mal machen mit so ein paar Challenges, ja. Oh nein, Grant ist ein Teil von dem scheiß Level. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt besiegen kann. Das ist ja geil, du spielst jetzt einen Raptor. Sorry, war kurz weg. Ich spiele jetzt gerade den Raptor. Wir sind jetzt im letzten Level mit dem Raptor angekommen.
beim Endboss Dr. Allen. Ich raste aus, Grant. Ich erinnere mich nicht, was ich machen muss. Also ich kann ihn scheinbar so nicht angreifen, weil er sonst direkt einfach eskaliert. Aber ich glaube, ich muss diese Knochen hier unten angreifen. Könnte das sein? Irgendwas war doch hier. Irgendwas war hier. Er schmeißt die im Kreis. Was musste man hier machen? Wie konnte man Grant besiegen? Ja, okay, so schon mal nicht. Okay, es wird eh darauf hinauslaufen, dass ich jetzt sterbe. Danach aber schaffen wir das Level hier. Lass mich mal auf den drauf springen. Nee, okay, auch nix. Ich meine, man musste irgendwie diese Knochen hier zerstören, dass der runterfällt. Okay, vergiss. Egal. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass Grant Teil dieses Levels hier ist. Das heißt, wir sind jetzt offiziell schon im letzten Level angekommen. Und werden jetzt... jetzt werden wir dieses Level hier beenden. Hoffe ich jedenfalls. Es geht nur darum, dass ich jetzt quasi mit noch zwei Leben bei Grant ankomme. Das wäre schön. Oh Gott, das war knapp. Ja, geht schon gut los. Einfach nur versuchen, so wenig Schaden wie möglich zu nehmen, weil diese Energie, die man einsammelt zwischendrin, ist halt echt für die Katz. Komm, ey, es ist... Das kannst du ja schon gleich wieder vergessen hier. Ja, der eine wirft mit Granaten, der andere Elektroschocks. Ey, da kommst du doch aber nicht durch jetzt hier. Jetzt mal ohne Mist. Hä? Ah ja, okay. So viel dazu. Ich will aber mal ganz kurz noch was gucken. Wenn wir jetzt zu Grant durchkommen, ob das nicht stimmt, was ich gesagt habe. Okay, ich verstehe nicht, was da passiert, aber irgendwie war ich damit nah dran. Wir müssen Grants Rüstung da zerstören, also die das Gerüst, wo er eben draufsteht, die Knochen. Aber ich habe jetzt nicht gecheckt, wie das gemacht wird. Ja, okay. Ah, hat mich aber, glaube ich, nicht getroffen, oder? Ich glaube nicht, zumindest. Übrigens, das ist auch ein Level, finde ich zumindest, das sehr schön designt ist. Für Sega-Grafik. Gefällt mir das echt gut. So. Nein, hau ab. Na, da geht's nicht rum, okay. Dauerbeschuss, ja, ja. Grant ist da im Dauerbeschussmodus. Ach.
muss hier durch. Ich muss hier einfach nur durch, Leute. Ich will niemandem etwas Böses. Ja, das hast du davon, wenn du jemandem nichts Böses willst. Na, ich muss da oben lang. Ach komm, nee, ey. Ey, dass die aber auch im Dauerfeuer diese Scheiße abschießen können, ist zu krass. Ich habe zumindest mehr Energie als beim letzten Mal. Ich muss hier weg. Ach komm. Hier habe ich halt jetzt wieder Probleme bei diesem komischen Wachmann, der dann da oben wieder steht. Der darf mir halt kein Leben kosten. Das wäre echt super, wenn der das nicht machen würde. Na ne, für die Energie gehe ich da schon mal nicht hoch. Nee. Hier kann man am besten hoch, ne? Ja. Und dann bei dem Wachmann einfach versuchen, drüber zu springen, während er schießt. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Einfach rüberspringen. Ey. Nein. Ey. Ja. Ja, endlich Gift. Okay, wünscht mir jetzt Glück. Das war aber jetzt hier ganz schnell geklärt, ey. Die Situation direkt perfekt geklärt. Oh Gott. Ja, da muss ich trotzdem wieder hoch. Okay. So wie ich das jetzt gesehen habe, schmeißt Grant ja Granaten. Und ich habe das so verstanden, dass Grant sich damit selber die diese Dinger da kaputt macht. Ich schaue da gerade nochmal ganz kurz rein. Ich weiß, es ist ein bisschen geschummelt, aber sonst kommen wir da gar nicht mehr vorbei, weil das Spiel ja nicht gerade irgendwie einem verrät, was man machen muss. Ja. Der Stein hinten ist es. Wir müssen diesen Stein auf der anderen Seite von Grant kaputt machen. Mist, aber er hat natürlich gerade gesehen, dass der Stein wirklich Schaden genommen hat. Der müsste doch aber auch dann von der anderen Seite aus Schaden nehmen können, oder nicht? Von der Seite aus. Von der Seite geht's einfach nicht. Ach du Scheiße. Jetzt. Ah ja. Das war's gewesen. Das war der große Endboss. Es ging in diesem Endboss nur darum herauszufinden, was man machen muss. Das war das ganze Prozedere. Jetzt ärgert es mich, dass ich nachgeschaut habe. Das war der Trick dahinter. Ist ja heftig.